Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die neue Konsultation für Marktkommunikationsnachrichten, die dann zum 1. April 2023 in Kraft treten sollen. Wie immer wird vorher konsultiert, also mit der Branche, mit Experten, mit Verbänden darüber gesprochen, ob es irgendwelche Anmerkungen zu den Ideen gibt, die da jetzt vorgeschlagen werden. Und wir wollen uns das natürlich mal kurz anschauen. Dafür müssen wir natürlich wie immer zur Bundesnetzagentur und zum Bereich Aktuelles von der Beschlusskammer 6. Und da finden wir die Mitteilung Nummer 30 zu den Datenformaten zur Abwicklung der Marko. Und hier steht es dann ja auch schon, ne, die Konsultation für den 1.4.23. Wie immer findet diese ungefähr 2 Monate vor dem Go-Live der vorigen Versionen statt. Ne? Zum Oktober kommt ja jetzt die Marko 2022. Und immer ein halbes Jahr vor dem Go-Live der nächsten Variante, was meistens dann der Go-Live der vorigen Variante ist, haben wir ja immer die Veröffentlichung, die finale Veröffentlichung. Und wiederum 2 Monate vor der finalen Veröffentlichung kommen die Konsultationen. Deswegen wie immer August und ansonsten Februar sind die Momente, in denen wir dann drüber sprechen, wie hier die nächsten Varianten aussehen sollen. Das heißt, wir kommen auch nicht zur Ruhe, auch wenn die Marko 2022, die ja nun zum Oktober kommt, ursprünglich zum April ja kommen sollte, 22. Auch wenn die relativ groß ist, relativ viele Änderungen mit sich bringen, die teilweise aber auch nicht so weltbewegend sind, muss man auch sagen. Ne? Auch wenn es trotzdem viel ist, werden wir hier nicht ganz zur Ruhe kommen. Wir haben zum April dann die nächsten Anpassungen und im Oktober nächsten Jahres dann nochmal ein paar mehr Anpassungen, die auch wieder spannend werden, was zumindest diese Marko-Formate angeht. Also schauen wir uns das mal genauer an. Wenn ich jetzt hier so scrolle, seht ihr auch schon, ne, im Bereich der Edifact-Formate haben wir allgemeine Festlegungen, nicht so viel, die Prüfis, ne, Control, das Herkunftsnachweisregisterformat, Invoice für die Rechnung, MS-Cons für Energiedaten, Orders für Bestellprozesse, Partner-Information, eine Version 1.0b, Partin wird ja jetzt erst eingeführt zum Oktober, hier gibt es dann schon die ersten Anpassungen, können wir ja mal reinschauen. Price Catalog ist natürlich deswegen auch interessant, weil wir im Rahmen der Netznutzungsabrechnung ja jetzt Automatisierungsprozesse haben, die also auch viel mehr Bedarf für gute Prozesslandschaft haben, weil es automatisierte Massenprozesse es hier geben soll, auf Grundlage von ja, Preisblättern. Price Catalog ist also ein Preisblatt, ganz klar. Hier gibt es also Anpassungen. REM-ADV, auch im Abrechnungsprozess dann als Antwort meistens zu sehen. Und der weitere Bestellprozess nochmal. Und dann Artikelnummern, Messprodukte und OBIS-Kennzahlen. Hier haben wir jeweils kleine und große Änderungen in den Codelisten. Dann geht es auch weiter. XML-Formate, wie immer ist es im Redispatch 2.0-Prozesswelt auch ein bisschen was in Bewegung zu sehen. Natürlich auch das Entscheidungsbaumdiagramm und Codelisten-Dokument in einer Version 3.3. Es ist erneut ein bisschen größer geworden. Das sind, glaube ich, jetzt knapp 600 Seiten. In der Konsultationsvariante. Und dann ist hier nochmal der wichtige Text. Ne? Am 1.10. sollen ja hier die Dokumente verbindlich veröffentlicht werden für den 1.4.23. Das heißt, wir haben jetzt ungefähr, naja, noch gut 3 Wochen Konsultationsfrist, um über diese Dokumente zu sprechen und was wir da gerne anders haben wollen oder was wir sehr gut finden. Und dann wird es eben im Weiteren veröffentlicht. Aber es geht noch weiter. So, es gibt Hinweise. Codeliste der Artikelnummern und Artikel-ID, ne, weil wir ja nun diesen Automatisierungsprozess haben, steht hier zum Beispiel, ne, in der Pricate können für die erbrachte Leistung nur die Artikel-ID genutzt werden, die in der Codeliste der Artikelnummern und Artikel-ID enthalten sind. Dann, das ist eines dieser Codelisten-Dokumente, was ich vorhin erwähnt habe. Die im Rahmen der ursprünglichen Konsultation zur Verfügung gestellte Anlage 1b hat somit für die Marko keine Relevanz mehr, dass sie eben durch diese neue Codeliste, durch diese neue Version der Codeliste ersetzt wurde. Also es geht noch weiter. Konzept zur Lokationsbündelstruktur. Und hier ist ein Dokument Version 1.0. Das gucken wir uns in einem separaten Video an. Trennung der UTMD in die Sparten Strom und Gas. Jetzt gucken wir uns das wirklich mal genauer an, denn hier sind wir jetzt bei einem greifbaren Zustand angekommen, wie es hier unten nämlich steht. Die Anwendung erfolgt am 1. Oktober 23. Das ist eine der Sachen, die ich vorhin angedeutet habe mit, wir haben im Oktober nächsten Jahres nochmal größere Änderungen. Wir kommen nämlich dorthin, dass wir hier diese Trennung der Formate haben. Das wird nicht uninteressant.
So, jetzt kam doch tatsächlich der Getränkelieferant mitten, während ich hier ein Video aufnehme. Ich habe euch das Gebell von meinem Bürohund hier mal gerade mit reingeschnitten, wie ihr bestimmt gemerkt habt. Also, geht ja darum, dass wir zum 1. Oktober jetzt diese Trennung haben. Es wird, wie gesagt, nicht langweilig, es wird nicht weniger. Das Ding ist nun, wir werden ja auch nochmal reinschauen. Wir machen das mal vor allem in einem separaten Dokument. Wir haben hier dann vor allem das MIG, Message Implementation Guide, was so, ich sag mal, Implementierungshandbuch hier heißt, wo jeweils beschrieben ist, was in den Segmenten stehen soll und wie das syntaktisch aufgebaut ist. Da haben wir dann also eine Variante für Strom, ne? Das ist dann auch die Version S1.0. Und eine Variante für Gas, das ist dann die G1.0, relativ klar und logisch. Strom ist immer deutlich größer als Gas, weil natürlich die Prozesswelt für Strom deutlich stärker ausgeprägt ist und wir auch eine deutlich größere Datenauflösung, also Granularität mittlerweile haben, aufgrund des auch ja, Smart Meter Rollouts, der mehr oder weniger ja läuft. Und beim AHB-Anwendungshandbuch ist das dann ähnlich. Wir haben dann hier ein AHB für praktisch die gesamte Stromprozesslandschaft und deswegen ist dieses AHB dann 700 Seiten lang geworden. In der Version für Strom 1.0 die Gasvariante deutlich kleiner, weil, wie gesagt, die Prozesswelt kleiner ist. Und dann haben wir hier auch nochmal ein Anwendungshandbuch für die MABIS-Prozesswelt. Das hat man jetzt sinnvollerweise nochmal getrennt. Kann man sich anschauen. Wir machen dazu ein separates Video. Dann gibt es hier nochmal Hinweise zu den XML-Formaten für Redispatch. Hier nochmal der Verweis auf andere Dokumente vom BDW und dass dort auch noch eine Neuigkeit kommt mit dem Status Request rund um die Netzbetreiberkoordination. Und als letztes hier unten die Dokumente für die Rückmeldung in der Konsultation. Wer also ein Feedback hat für Inhalte hier, der kann diese Formblätter nehmen. Das sind Excel-Sheets. Einmal für die Entscheidungsformdiagramme, für die XML-Dokumente im Redispatch und für alle weiteren EDI-Dokumente. Okay, gehen wir doch mal ein bisschen mehr oder weniger zufällig in ein paar Dokumente rein. Theoretisch sind so diese die Prüfi-Übersichten interessant, da wir da drin natürlich sehen, ich mache mich mal jetzt kleiner hier in die Ecke, da wir hier natürlich dann in den Änderungshistorien sehen, was hat sich geändert, gibt es neue Formate, Dokumente oder gibt es welche, die weggefallen sind? Weil sonst muss man sich ja hier durch hunderte Seiten dieser kuriosen Tabelle durchkämpfen, ne? Also das ist ja dann die Tabelle, in der steht, Kapitel aus der Marktregel, Art von Nachricht, ne, Antwort auf Änderungsmeldung zur Zuordnungsliste und dann ist hier der Prüfi 11021. Wenn man jetzt hier durchgeht, durch hunderte Seiten von Tabelle, dann ist das natürlich so ein bisschen schwierig. Das hilft nicht direkt. Und dann nachher auch diese Tupel-Beschreibung ist ein bisschen komplex. Aber hier, ab Seite 123, haben wir eine Änderungshistorie, die ja nur 12 Seiten lang ist. Von daher könnte man dann mit dieser in etwa arbeiten. Aber offensichtlich ist auch das nicht so ganz einfach. Hier ist es dann jeweils so, das zeige ich mal beispielhaft, vorne die erste Spalte ist einfach nur, sag mal, hochlaufende ID der Änderung. Dann Ort. Ort beschreibt das Kapitel in diesem Dokument. Wenn wir jetzt wissen, wir interessieren uns für einen bestimmten Bereich eines Dokuments besonders, dann können wir natürlich danach suchen, dass hier dieses Kapitel oder diese Tabelle oder was auch immer angesprochen wird. Dann können wir danach deutlich zielorientierter suchen. Und dann Änderung, bisher neu. Ganz einfach. Alter Stand, neuer Stand. Das ist relativ klar und relativ übersichtlich. Das kann man machen. Wenn jetzt zum Beispiel steht, Zeilen vorhanden und dann Zeilen nicht vorhanden, dann heißt das, dass hier eine Tabelle gelöscht wurde. Easy as that. Und dann ist hier hinten in dieser vorletzten Spalte eine Beschreibung, warum das jetzt gemacht wurde. Na, hier Prüfi 33002 darf für die Antwort auf die Netzungsabrechnung ab Oktober gar nicht mehr verwendet werden, weil da in der Marco 22 einiges kommt. Ja, weil dann hier die mit am Ende 03 und 04 zu benutzen sind, deswegen die 02 nicht mehr. Deswegen können diese Zeilen gelöscht werden. So, und dieser Fehler ist am 23.05. schon mal aufgekommen, wurde dann eventuell auch schon in einer Anwendungshilfe des BDW beschrieben und es ist hier auch in die nächste Dokumentenversion übernommen worden. So kann man mit diesen Dokumenten arbeiten. Wir haben hier nur eine ID, der Ort, wo was geändert wurde, alter Stand, neuer Stand, kurze Begründung und ist es ein Fehler, der bemerkt wurde, oder ist es eine
Änderung, die jetzt auch zur Konsultation gestellt ist. Wenn das hier steht, ne, liegt dem Markt zur Konsultation vor, dann heißt das prinzipiell auch, dass hier wirklich ein Feedback erwünscht ist, ob das eine sinnvolle Änderung ist. So, auf diese Weise kann man damit arbeiten. Ich würde jetzt sagen, hier ist nicht so völlig eindeutig ein bestimmtes Dokument neu eingeführt worden, was wir uns jetzt unbedingt anschauen müssten. Gut, hier Zeile nicht von, hier ist vorhanden. Messwert Storno im Gasbereich. Wurde mit Änderungs-ID entfernt, war bis zum Zeitpunkt mal die laufende Nummer so und so. Ja, okay, dann gab es hier mal eine Variante, die ist jetzt wieder da, nachdem sie mal gelöscht wurde, warum auch immer. Eine Lücke, die jetzt geschlossen wurde, Angabe des korrekten Prozessschritts. Okay, hier scheinbar Nummer 6, hier Nummer 7. Also ihr seht auch, das sind teilweise wirklich redaktionelle Anpassungen dabei, die keinen operativen Effekt auf die Branche haben. Naja, gut. Kann man sich also anschauen, wer daran Interesse hat. Es wird ein bisschen greifbarer, wenn wir dann in die anderen Formate reingehen, wie jetzt meinetwegen Parton. Parton können wir uns mal anschauen, weil das relativ klein ist. Ihr seht auch hier, ne, UTMD wird es nicht angefasst, weil diese Trennung der UTMD ja zum Oktober 23 kommt. Deswegen wird zum April 23 nichts an der UTMD gemacht. Freundlicherweise. Parton haben wir uns das mal angeschaut. Das Anwendungshandbuch hat 39 Seiten. Dann kann man ja hier mal schauen. Änderungshistorie ab Seite 31, also immerhin 8 Seiten, 9 Seiten Änderungshistorie. Das klingt doch schon mal spaßig. Es beginnt immer damit, ne? Version A auf Version B und diverse redaktionelle Schreibfehler, Layoutfehler, Strukturfehler, die jetzt angepasst worden sind, aber keine inhaltlichen Änderungen machen. Und dann... Tja, Präzisierung, ist Marktprozess definiert, ja, vorhanden, nicht vorhanden, also wurde hier ein Teil rund um diese Dokumentenangabe, rund um Kontaktdaten, ne, Downloadlink, Konditionsdaten, Übermittlung etc. ist nicht mehr vorhanden, liegt dem Markt zur Konsultation vor, da wird diese Person aus der Partin entfernt, da der Versand der Konditionsdaten. Ah ja, okay, das sind Konditionsparameter, wie wir als Marktpartner kommunizieren. Ne? Link und Ermittlung, Daten, das sind, also Zertifikate, das sind unsere Einstellungen der Kommunikation. Und wie hier steht, die liegen ja bereits vor. Wenn eine Partin geschickt wird, liegen die ja bereits vor, weil sonst wäre die Partin nicht angekommen. Also müssen wir sie nicht mehr angeben. Sinnvollerweise wird es rausgelöscht. So kann man mit diesen Dokumenten arbeiten, indem man einmal kurz versucht zu verstehen, was steht da. Und ah ja, alles klar, das wurde hier geändert. Hier anscheinend nochmal in einem anderen Bereich, ne, in einem anderen Segment im Zweifel, ist es also gelöscht worden. Macht absolut Sinn. So, dann kann man weiter gucken. Ja, okay, hier wird Kreditinstitut angegeben, weil das vielleicht irgendwie wichtig war. Hier wurde eine Bedingung hinzugefügt, ne, wenn Unternehmen, weil natürlich eine natürliche Person eine Handelsregisternummer nicht angeben muss, macht absolut Sinn. Etc. Also ihr könnt dann hier herauslesen, was sind zum Beispiel Bedingungen für Nachrichteninhalte. Dafür ist ja dieses Anwendungshandbuch gut. Und hier wird teilweise dann einfach nochmal begründet, da war vorher eine Bedingung vielleicht falsch. Jetzt ist eine Bedingung ergänzt worden. Alles klar, macht Sinn. Damit können wir arbeiten und so ist die Parton als Dokument für die Kontaktdaten eines Marktpartners jetzt sinnvoll weiterentwickelt worden in der Version 1.0b, die dann zum Oktober final veröffentlicht werden würde und damit dann zum April nächsten Jahres in Kraft tritt. Interessant. Zum Oktober kommt sie überhaupt erst, ne? Also aktuell nutzen wir sie ja noch gar nicht in der Form, aber schon haben wir die ersten Weiterentwicklungen. Dann haben wir ja das MEG, Message Implementation Guide. Ich habe vorhin mal erwähnt, hier geht es dann darum, so ein bisschen zu erklären, was in den Segmenten jeweils drinsteht. Ne? Das sieht dann auch ein bisschen anders aus. Ne? Das steht dann hier. Dieses Segment dient dazu, Nachricht zu eröffnen und dann steht hier beispielhaft drin, wie das zu befüllen ist. Also das ist ein sehr, sehr hilfreiches Dokument, wie ich finde. Und wenn wir hier jetzt nochmal in das Inhaltsverzeichnis zurückgehen, sehen wir Änderungshistorie ab Seite 64, 70 Seiten hat es, also ist auch hier einiges passiert. Das Gute ist, meistens sind die Änderungen im AHB natürlich auch irgendwie im MEG angekommen. Das heißt, wenn man sich die einmal auf der einen Seite angeschaut hat, dann finden wir die wahrscheinlich auch auf der anderen Seite. Und hier zum Beispiel, na, aus der Partin entfernt, weil die Kommunikationsparameter bereits vorliegen. Das haben wir uns gerade erst angeschaut. Also können wir hier drüber blättern. Das ist so ein bisschen dann die Frage, will ich mir das eher im AHB oder eher im MEG als erstes anschauen? Und dann gucke ich nochmal das nächste. Und meistens habe ich hier dann übereinstimmende Anpassungen.
Es ist eher so, dass im AHB natürlich wegen diesen Bedingungen, die hier ja stehen, eventuell andere Details nochmal zu finden wären als im MEG. Aber das ist dann, wie gesagt, eher ja, so ein bisschen die Frage, mit was beschäftige ich mich tatsächlich? Geht es eher um den Aufbau einer Nachricht oder eher um die Bedingungen, was in die Nachricht reinzuschreiben ist, in bestimmten Anwendungszwecken? Ne? So, dieses Segment wird zur Angabe der Faxnummer des Unternehmens verwendet. Dieses Segment wird zur Angabe der Faxnummer verwendet. Also hier wurde nur korrigiert, dass es nicht nur für Unternehmen eine Faxnummer geben kann, sondern natürlich auch für natürliche Personen. Aha, alles klar. Also wir sehen hier und da halbwegs sinnvolle Änderungen, hier und da eher, naja, redaktionelle Korrekturen, weil irgendwas bisher falsch gemacht wurde. Nichts Neues. So kennen wir das bei unseren Konsultationen. So geht das jetzt hier weiter mit diesen ganzen anderen Dokumenten genauso. Ihr seht an diesen Versionsnummern ja auch, wie neu ist jeweils eine Datei. Ne? 10b weist darauf hin, hier ist noch nicht viel passiert mit der Partition. Codeliste der Messprodukte 10a weist natürlich auch darauf hin, dass das relativ frisch ist. Messprodukte natürlich im Kontext des Smart Metering und des Energieservice-Anbieters. Gerade auch mit den Zählzeiten, die jetzt kommen, nicht uninteressant. Es geht dann hier darum, am Ende einen Markt rund um Smart Metering aufzubauen. Und dementsprechend haben wir hier dann Definitionen von Messprodukten, die man hier ja, bestellen, kaufen kann vom Messstellenbetreiber und für die dann natürlich auch eine Abrechnung läuft. Das ist am Ende nichts anderes als Messungen in einer bestimmten Auflösung zum Beispiel zu bekommen. Ne? Viertelstündliche Messungen und was auch immer noch. Das ist dann hier entsprechend aufgeführt mit einer entsprechenden Produktnummer. Ne? Also das kennen wir genauso in der Netznutzungsabrechnung beispielsweise. Hier meinetwegen Messprodukt, Marktlokation mit Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Workarbeit, Menge jährlich. Das ist dann der Artikel mit dieser 44 am Ende. Der kann jährlich hier bezogen werden. Mein Hund ist überhaupt nicht zufrieden damit, dass es diesen Artikel gibt. Also gehen wir mal weiter. Na, also wenn ihr euch mit sowas beschäftigt, mit Energiedaten und der Übertragung davon, ist das hier für euch im Zweifel interessant. So, hoffentlich ist mein Hundchen jetzt wieder zufrieden mit den Änderungen, die hier an der Makro noch kommen. Wie gesagt, Redispatch, das machen wir auch nochmal in einem separaten Video. Entscheidungsbaumdiagramme, da will ich eigentlich auch nochmal anmerken, wie man jetzt mit so einem Dokument arbeiten kann, was einfach mittlerweile echt unübersichtlich groß geworden ist mit den, ich glaube. Also ihr seht, das hat mittlerweile 577 Seiten, wirklich fast 600 Seiten lang geworden. Auch das hat natürlich ein Inhaltsverzeichnis, an dessen Ende dann die Änderungshistorie verlinkt ist. Aber ihr seht, man muss eine ganze Weile scrollen, um da überhaupt erstmal hinzukommen. Tata. Und dann haben wir eine Änderungshistorie ab Seite 561. Es sind also nur 16 Seiten Änderungshistorie. Das stellt mich natürlich mega zufrieden, weil damit kann man ganz übersichtlich arbeiten. Nee, also wirklich, es ist ein bisschen kurios. Aber hiermit kann man am Ende doch ganz gut arbeiten, wenn man sich durchkämpfen möchte. Denn hier vorne steht ja, wie gesagt, das Kapitel. In diesem Kapitel steht jetzt der Prozess oder die Prüfung eines Prozessschritts. Und danach kann man natürlich sehr gut suchen. Wie hier, Netznutzungsabrechnung erneut, Netznutzungsabrechnung prüfen. So, und da ist jetzt hier eine Korrektur im Prüfschritt 0 gekommen, die hier dann weiter beschrieben wird. Ne? Auf diese Weise kann ich damit natürlich arbeiten. Ich sage, okay, Anfragebestellung, Werte durch den ESA, Bestellung prüfen, bla bla bla. Also so kann ich mich hier durchkämpfen. Netznutzungsabrechnung prüfen. Hier haben wir also durchaus eine ganze Menge Anpassungen, was sicherlich auch damit zu tun hat, dass die NNA durch die Automatisierung, die ich erwähnt hatte, hier durch, ja, wirklich ein bisschen in Bewegung gekommen ist. Sperrauftrag prüfen, das ist ja auch jetzt ein Thema, was angefasst wird. Sperrung und Wiederinbetriebnahme ist jetzt auch automatisiert durch die Makro 2022. Und hier sehen wir dann eben zum Beispiel, ne, Prüfschritt nicht vorhanden. Hier ist ein neuer Prüfschritt eingeführt worden wegen Sperrauftrag, frühestmöglicher Sperrtermin, mindestens 6 Werktage in Zukunft. Blablabla. Und das liegt jetzt im Markt zur Konsultation vor. Also eine sinnvolle Erweiterung der Vorgaben, wie Prozesse durchzuführen sind. Damit kann man arbeiten. Also habt nicht so sehr Angst vor 577 Seiten oder 16 Seiten Tabelle. Versucht nach diesen Kapiteln zu suchen, die euch interessieren würden. Wenn ihr dann was findet, was ihr spannend findet, und es ist noch vor dem 26.08., gebt gerne ein Feedback an die datenformat@bnsa.de mit den Excel-Sheets, die hier unten verlinkt sind. Wir machen, wie gesagt, jetzt nochmal Videos zu der Trennung, Lokationsbündelstruktur und Redispatch und mal gucken, ob ich hier noch was mega Spannendes finde. Vielleicht hier diese Messprodukte-Thematik. Mal schauen. Okay. Soweit aber erstmal zur grundsätzlichen Übersicht.
Wie immer ist es viel, was wir hier zum April 23 bekommen werden. Das heißt, nach der Makro 2022 haben wir keine großartige Ruhe. Es findet auf jeden Fall noch einiges statt, was angefasst werden müsste. Wenn ihr grundsätzlich Interesse habt an diesen Themen oder ihr müsst euch da mal tiefer mit beschäftigen, wir werden jetzt vermutlich auch wieder Seminare rund um das Thema anbieten, also Marktkommunikation, Änderungen und ähnliches. Wir haben auch auf n1.de, unserer Lernplattform, das verlinken wir unten mal, kurz Webinare, bei denen wir mal 2 Stunden lang über Marktkommunikation in diesem Fall sprechen. Da könnt ihr euch ganz locker easy ein Ticket über unseren Online-Shop kaufen für 97 Euro brutto. Das ist absolut erschwinglich. Für 2 Stunden groben Überblick, mehr ist da natürlich noch nicht drin. Wenn ihr mehr wissen wollt, kauft ein Seminar bei uns. Oder fragt an, es ist halt termintechnisch bei uns immer ein bisschen schwierig. Aber vielleicht habt ihr ja Glück. Okay. Habt ihr Fragen oder Anmerkungen jetzt erstmal zu den Anpassungen in der Makro, in diesem Fall jetzt zum April 23, gerne unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten wie immer, liked das Video, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann verpasst ihr auch die nächsten Videos nicht. Und dann bis zum nächsten Mal, wie immer hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.